Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ganz genau, wie ihr vielleicht merkt, habe ich mich mal wieder zwischen den letzten zwei Folgen oder der letzten und der jetzigen Folge dazu entschieden, meine komplette Mikrofoneinstellung über den Haufen zu werfen und neue auszuprobieren, in der Hoffnung, ich übersteuere jetzt nicht ab und zu. Klar, es war leise, aber trotzdem, während ich leise war, hat es immer noch übersteuert und ich hoffe, das ist jetzt besser. Die fühlte sich mit diesen Rabbits verbunden, die ihr Leben wild und frei lebten, wie ein solarbetriebenes Auto ohne Bremsen. Doch diese Freiheit hatte ihren Preis. Ihr Leichtsinn hatte den einst so üppigen Planeten in eine Wüste verwandelt. Ob es wohl möglich wäre, beide Seiten miteinander zu vereinbaren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wir werden es vielleicht auch nie erfahren. Wie ein Hühnchen. Cool. Passiert, I guess. Ist ja auch erstmal egal. So, nachdem wir jetzt gegen jede Wand gebonkt sind, schauen wir uns das nächste Bild an. Mutti blieb dort, um den Rabbits zu zeigen, wie sie ihre Kreativität zu ihrem Vorteil einsetzen konnten, nicht zu ihrem Nachteil. Sie waren fasziniert. Die Vorstellung, nicht vor ihren eigenen Erfindungen fliehen zu müssen, war ihnen nie in den Sinn gekommen. Ja, Rabbits sind auch manchmal ein bisschen dumm. Die Brücke ist gebaut. Hä, wie soll man... Also meine Frage ist, warum funktioniert das? Warum kann ich die denn von unten... Also... Warum kann ich die denn von unten benutzen? Warum kann ich die von unten aktivieren? Wenn das ja... Also... Was wollte ich eigentlich sagen? Mann, ich bin raus. Warum kann ich die von unten benutzen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich hab's gesagt. Schiebe den Block einfach jetzt auf das Ziel und reden ist nicht so meine Stärke, Guys. Ihr wisst Bescheid. So. Machen wir erstmal ganz entspannt weiter. Wenn ich zu leise... Doch, es sieht manchmal so aus, als bin ich zu leise. Ich finde keine Mitteleinstellung, die mich, wenn ich zu laut bin, leiser macht. Und wenn ich zu leise bin, lauter macht. Also es kann sein... Dass zum Beispiel so wie jetzt einfach ein ziemlicher Lautstärkeunterschied im Video herrscht, den ich auch erstmal nicht beheben kann. Zass? Naja, bis jetzt noch nicht. Wobei wir auch hier was anschreien können. Wir müssen hier hin. Okay. Das ist unser Ziel. Es passieren ganz, ganz skurrile Dinge. Oh, wir müssen weiter nach oben und das machen wir, indem wir ganz einfach dem Weg folgen. Glaube ich jetzt zumindest mal. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie auf jeden Fall an. Wir sind in der neuen Welt gelandet. Obviously. Und naja, haben so eine berlinerische Mutti gefunden. Und die hat auch eine sehr schöne Stimme. Obwohl ihr die Neugier auf das Unbekannte in die Wiege gelegt worden war, verliebte Mutti sich in diesen Planeten und traf eine Entscheidung. Sie investierte ihre gesamten Ersparnisse und eröffnete eine Werkstatt samt Dörrfleischverkauf mit der Unterstützung ihrer neuen erlebnishungrigen Helfer. Ja, ist doch schön. Wo geht's hoch? Hier. Genau, wir sind so ein Sturm und Beepo hat sich ein bisschen verkalkuliert. Schiebt das Ganze aber auf Genie und ja. Ist ja auch egal. Wie viele Bilder gibt's denn hier noch? Mutti fing hier ein neues Leben an, doch es gab ein Problem. Ohne etwas, womit sie ihr Stromnetz füttern konnten, war es nicht möglich, den Planeten wieder aufzubauen. Es gab nur eine Alternative. Die Batterie aus dem Antrieb des wilden und wahnsinnigen mechanischen Marodeurs, der den Planeten nur aus Spaß auseinandernahm. Darf ich jetzt wieder? Finde ich schön. So, ja. Hier oben scheint irgendwie unser Ziel zu sein. Ja, ganz genau. Modernapparat.
Super Mutti an fliegende Untertasse. Kannst du mich hören? Over. Ich weiß nicht, was das... Benutzt den Kran. Um zur Windmühle zu gelangen, müsst ihr den Kran da als Brücke nutzen. Kann das nicht. Mit Strom versorgen. Dafür müsste die Steuereinheit vom Kran wieder mit Strom versorgen. Ich kann das nicht, Mann. Guys, ich kann das nicht. Auf der Plattform da drüben findet ihr einen Elektro-Trafo. Dann müsst ihr nur noch den Stromkreis anschließen, um die Energie einzustellen. Und dann kann es auch schon losgehen. Over and out. Super. Also das mit meinem Funkrufnamen. Ich... Können wir weitermachen? Ich kann das nicht. Ich glaube, da kommen wir zu, wenn wir den Trafo eingeschalten haben. Deswegen machen wir das doch jetzt erstmal als erstes. Alright. Alright. Was war es, als du sagst, was wichtig ist? Der Stromkreis, der die Brücke aktiviert, wurde unterbrochen. Das habe ich verstanden, glaube ich. Muss ich da überhaupt lang? Nein, muss ich nicht. Ich bin hier versteckt. Er sieht mich nicht, oder? Die maximal strong. Und jetzt wegrennen. Ist er... Als ob das funktioniert hat! Guys, jetzt dafür ein Like da lassen. Krass, bin ich nicht, also... Habe ich nicht? Sag ich doch. Was willst du? Seht ihr die logistischen Container? Ich frage mich, ob da noch weitere Container dazwischen frage mich das tatsächlich nicht. Ich will einfach nur diesen Strom... Ist der Stromkreis nicht... Der Stromgenerator ist schon das Ding da oben, oder? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich lost. Oder... Ich bin lost. Warte, mach doch noch mal die Karte auf. Wir müssen irgendwie da hoch. Ich hätte vielleicht doch besser aufpassen sollen, als die Geräte haben. Wie komme ich denn hier jetzt durch, theoretisch? Durch, wenn gelb aktiv ist. Ich muss doch die Container schieben. Nee, Mann. Ja, aber wo muss ich denn hin? Ich komme hier drauf. Cool. Ich komme hier nicht runter, ich komme hier nicht weiter, gar nichts. Was ist hier links? Also halt rechts, beziehungsweise halt hier. Das hier sieht halt nicht aus wie der Weiterweg, sage ich dir, wie es ist. Nein, Mann. Ich will doch nicht kämpfen. Kann man nicht aus Kämpfen fliehen oder so ähnlich? War da nicht was? Ja, ich möchte. Ganz dringend möchte ich fliehen. Oh, finde ich gut, dass es das als Möglichkeit gibt. Haben wir das nicht sogar schon mal benutzt? I do not know. Maybe. Lauf, lauf, lauf. Wie dreht er sich denn? Hier ist auch wieder nur eine unnötige Erinnerung. Habe ich recht? Ich weiß nicht, ob der immer noch hinter uns her ist. Ja, ist er. Ah, Leiter. Ah, der ist ewig weit weg, als ob der uns noch gesehen hat. Ja, du frägst ihn. Nein, also hier geht es nicht weiter. In keine Richtung. Ich scanne jetzt, ob ich hier eine Leiter finde oder so. Was ist? Ist nur eine Theorie, ja? Wenn man diese Röhre benutzt.
bringt uns hier hin. Bringt uns das weiter. Wir müssen irgendwie darüber. Darüber müssen wir diese Tentakel wegmachen. Wie kriegen wir die Tentakel weg, wenn wir da überhaupt erstmal hinkommen? Hier ist nur Rabattbot. Und von dem will ich ja gar nichts. Die Dinger machen auch irgendwie nichts. Hier müssen wir Sicherungen einsetzen. Oder wie auch immer man das jetzt hier nennen will. Das ist... Hä? Das ist nie im Leben passiert, okay? Guys, wir tun so, das ist nicht passiert. Und by the way, so funktioniert auch kein... Egal. Lauf doch dran vorbei. Ja, das sieht gut aus. Es hat geklappt und niemand hat einen Stromschlag abbekommen. Das kommt bei uns nur selten vor. Ja, wir sind ja auch Profis. Das ist richtig so. Hoffe ich. Ich bin leicht verwirrt noch von der Aufgabe. Aber ich glaube, ich habe es verstanden. Wir müssen den Container jetzt immer so hindrehen, dass wir halt weiterkommen. Du hast eine Aufgabe für uns. Hier auf Kargmatal bleiben wir gerne unter uns. Und diese Wegmänner, da die wollen wir nicht. Wenn du ein paar davon besiegen könntest, wäre echt cool. Ja, mache ich. Aber bestimmt nicht jetzt. Ich versuche den gerade... Ich versuche dir gerade aus dem Weg zu gehen. Ja. Wunderbar. So, wir nehmen das Stück. Oh, wir können so nur so eine Abzweigung machen, habe ich recht? Oder was macht das andere Stück? Ja. Hallo? Ja, was ist denn das? Das ist weird. Das bringt da oben was? Was bringt das da oben? Das hätte ich vielleicht vorher gucken müssen. Ach, hier muss das andere Stück. Achso. Mensch, sag das doch. Was ist denn das da links? Das interessiert mich halt genauso. Wahrscheinlich brauchen wir das dann danach. Wieso muss man das denn immer drehen? Klar, das ist das Rätsel und so, aber das ist unnötig. Das ist unnötig. Also meine Meinung. Sorry, meine Meinung. Alles gut. So, ich nehme jetzt das hier mit. Pack das hier drüben rein. Hab einen Shortcut geschaffen, der eine viel zu lange Animation hat. Und muss jetzt natürlich das Brückenstück von unten mit nach oben nehmen. Vorher gucken wir aber noch diese zwei Gemälde an. Mutti hatte die einst wilden Rabbits zivilisiert. Doch nun mussten sie sich wieder ins Leben stürzen, als gäbe es kein Morgen. Sie trugen alles zusammen, was sie hatten, vereinten jeden Funken unüberlegten Erfindergeists und bauten Mecha-Mutti. Mecha? Wir reden nicht über die deutsche Synchronisation. Tun wir nicht. Mutti und die Rabbits nahmen den mechanischen Unruhestifter auseinander und nutzten seine Energie, um ihr neues Stromnetz damit zu versorgen. Sie gaben alles, um Kargmaltal in einen friedlichen Zwischenstopp für freiheitsliebende Galaxiereisende zu verwandeln. Ja, scheint ja irgendwie nicht so geklappt zu haben. Ist jetzt so meine Ersteinschätzung. Ich brauche immer noch das Ding von da oben. Komm schon. Ah? Nimm das doch mit jetzt. Wunderbar. Jetzt können wir durch die Röhre weiter und müssen nicht mehr den Weg außen herumgehen. Ganz genau, das ist doch super. Das müssen wir jetzt natürlich noch ein paar Mal drehen, ist ja klar. Das ist manchmal echt ein bisschen buggy. Bin damit zufrieden erstmal. Wie, was, wo, was? Nein, nicht der Professor.
Ich wusste, dass ich euch hier treffe. Kommt, ich bringe euch auf den neuesten Stand. Wir zweifellos müssen die mittellosen Bewohner hier in Sachen Technik das Beste aus dem Wenigen rausholen, was sie haben. Außerdem hüten sie die Geheimnisse von Erfindungen wie dieser hier sehr akribisch. Was ist das? Wie funktioniert das? Rätsel über Rätsel. Die Schutzhelme arbeiten Hand in Hand, um sich dort zu treffen. Brauchen sie Herrn Schutzbrilles Beistand. Doch auch er kommt alleine nicht sehr weit. Und bittet Herrn Schutzhelm mit Maske und um Mitarbeit. Aber falls Herr, wer braucht schon Schutzausrüstung, nicht Hilfe, hilft in Not. War die Arbeit umsonst und der Stromkreis ist tot. Oh, okay. Der hier muss gedreht. Oh, der geht nur so oder so. Which means... So und so. Right? Was macht der hier eigentlich? Stimmt, der macht ja... Nee, das war richtig, glaube ich, so. Und jetzt muss der letzte noch gedreht werden. Es war so. Easy. Verstehe ich das Problem nicht. Ja, ich weiß, man soll auf diesen Text achten und so. Aber welcher Text, Mann? Wofür der Text? Ganz ehrlich, unnötig. Das ist, glaube ich, viel einfacher, wenn man nicht auf den Text hört. Also nur so. Ist meine Meinung. Nun gut, aber hier habt ihr einen Lösungsweg. Einen von mehreren. Noch locker. Ich weiß, warum mein Mikrofon so wackelt, weil das hier noch locker ist. Lost, so wie Funs Sachen. Ah, wunderbar. Das ist doch direkt angenehmer. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise und ich hoffe, ich bin auch nicht an manchen Stellen zu laut. Ah. So, jetzt können wir erstmal wieder nach oben steppen. Das ist der unnötig längste Weg, den ich je in meinem Leben laufen musste. Lauf da doch hoch und baue mich immer an. So. Spinnen wir das eins weiter. Und laufen auch eins weiter. Wir müssen scheinbar erstmal Rätsel für Rätsel für Rätsel machen, ehe wir zum Kampf kommen. Also wenn ich das jetzt so mal meine professionelle Einschätzung richtig ist. Deswegen finde ich ganz nice sogar, actually. Oh, und kämpfe scheinbar auch. Ich hoffe, wir werden heute damit fertig. Aber erstmal gibt es noch ein Bild zu bewundern. Dieses Vorhaben wurde durch die Ankunft der übelsten Tunichtgute der bekannten Galaxie durchkreuzt. Miseras Armee. Mutti wusste, dass die anderen, belebteren Planeten sicherlich auch in Gefahr waren. Sie musste etwas unternehmen. Aber wie? Keine Ahnung. Das wird bestimmt noch erklärt. So, Kampf, Chaos. Level 26 müssen wir hier sein. Dort bin ich. Da starten wir doch rein, oder nicht, Leute? Seid ihr dabei oder nicht? Let's go. So, sehe ich da richtig Carmex? Carmex? Ich sag's in den größten Anführungszeichen der Welt. So, hier haben wir einen Magikooper. Übt. Oh mein Gott, der ist ja einfach allgegenwärtig. Übt Bereichsangriffe aus, um Zielen Schaden zuzufügen, die nah beieinander stehen. Mit seiner Technik kann er den Angriffsschaden seiner Verbündeten verstärken. Ich muss einfach nur Runden überleben. Was ja natürlich, wie ihr wisst, mein spezielles Gebiet ist. Watch closely. Magic Heart Happen. Hä?
Das macht keinen Sinn. Ich dachte, ich könnte hier zu größeren Radius laufen, weil das ja Sinn machen würde, aber... Nö, tut es scheinbar nicht. Wunderbar. Von denen können wir auch mal welche zünden, die hier reinsteppen. Bumm. Ich weiß, dass er unempfindlich dagegen ist. Trotzdem macht es Damage. Nicht genug, um ihn zu killen. Das ist nicht euer. Ja. Und gut gelaufen. So. Natürlich haben wir hier auch noch Gegner. Ich sollte mich nicht zu sehr auf den einen Magikooper konzentrieren. Deswegen 6 Runden sind schon krass viel, glaube ich. Der wäre down dann. Wie smart kann ich das anstellen? So, actually. Nimm das. Ich weiß, er wäre trotzdem tot gewesen. Aber halt. Ich erkläre es euch. Ich erkläre es euch nachher. Kommen wir jetzt erstmal dazu, die gut zu positionieren. Ich hoffe mal, das reicht vom Damage her. Zwölf Leben. Aber wisst ihr, was spaßig ist? Sie ist damit halt wirklich... Er, sie, es ist damit halt wirklich down. Wunder, wunderbar. Könnte erstmal wichtig sein. Später vermutlich nicht mehr. Aber nun gut. Weird. Was tun die? Stopp. Genau. Wichtig. Ich kann ja sonst mit Rebella nicht runter. Und Rebella kann ja Mario Kart. Den Double Dash. Deswegen würde ich den noch hier auf ganz entspannte Art und Weise auch nutzen. Und ich glaube, dann zwischen den nächsten zwei Folgen werde ich auch mal die Bubbles wieder erhöhen. Oh, ich überlege gerade, was sich mehr lohnt. Komm, wir nehmen's. Wir machen nichts falsch damit. Wir tryen einfach mal. Warte, treffe ich mich hier selber? Ja, glaube ich schon, aber wir stehen ja so ein bisschen geschützt hier hinter. Deswegen ballern wir direkt auf den Magikooper drauf. Ist Bescheid, Geist, ist Bescheid. Mit Bowie geht's dann hier lang. Er ist weg. So kriegen alle am meisten Damage. Ah, wichtig. Und dann wird hier natürlich eine Heilung reingedrückt. Des Jahrhunderts. Ganz, ganz wichtig. Der überlebt das natürlich. Das war mir klar. Aber wir können ja noch ein bisschen Wind reindrücken. Und dann ist er auch down. Ist das nicht ein schönes Gefühl, den Gegner mal wieder so aus dem Leben gefallen zu haben, dass er einfach weg ist? Ich finde, das fühlt sich immer mal wieder schön an. Ja. Mikrofon ist immer noch so eine Sache. Also wie ich das am besten positioniere, meine ich jetzt. Ich glaube, so ist eigentlich ganz gut. So direkt auf Mundhöhe, das passt, glaube ich. So. Der Dude ist tot.
Nee, der Dude ist nicht tot. Ich dachte gerade. Boom. Da ich nicht weiß, was hier spawnt, halte ich dringend Abstand davon. Auch mit Rabbit Peach wird sich weiter weg positioniert. Davon kann man nie genug auf dem Feld haben. Deswegen schicke ich da doch mal gleich welche los, die halt erstmal nichts machen, aber nachher vielleicht sehr effektiv sein können. So, gucken wir, was sich da in diesen wunderbaren Tornados befindet. Erstmal einer von denen hier. Okay, okay. Die können echt weit laufen. Na los. Aua. Bitte, bitte, was passiert hier? Hä? Gut. Okay, ist doch. Warum? Warum passiert sowas? Ist jetzt halt richtig worse. Das ist jetzt halt richtig worse. Nee, Bowie, du musst da schon mehr Hand anlegen. Ich feuer da einfach mal rein. Dashen. Und gleich nochmal. Viel zu leicht. Vielleicht bewegt er sich. Vielleicht auch nicht. Das Portal hinter mir ist zu. Gut. Nein, nein. Ich will nur, dass Kamek schläft. Der andere soll nämlich seinen Damage bekommen. Nee, nee, nee. Wir machen gar nichts. Wir hoffen jetzt, dass alles so eintritt, wie ich es denke. Genau. Er lebt noch? Hä? Ich versuche zu verstehen, was da gerade passiert ist. Also was er versucht hat zu blocken. Aber ich verstehe es halt nicht. Okay, passiert. Muss ich akzeptieren. Auf Bowser. Da ist ein erneutes Portal. Obviously. Ich hab Tinte. Richtig. Boah. Hier mache ich halt mehr down, was sich dann halt wieder im Nachhinein mehr lohnt. Bowser kann schon angreifen, oder? Ja. Dann wird Bowser jetzt noch mal ein bisschen stärker gemacht. Und Rabbit Rosalina ebenfalls. Und Kamek, auf Wiedersehen. Wir sehen uns nie wieder, hoffe ich doch. Das, dann macht der Sinn auf Wiedersehen nicht wirklich Sinn, ja? Ich hab's gemerkt. Oh ja. Heute läuft nicht. Heute End des Todes. Wunderbar. Tü-lü-lü-lü. Ich überlege, was ich vorbereiten kann, aber nichts, glaube ich. Ich habe nichts gesagt, man kann immer was vorbereiten. In der Hoffnung, da kommen jetzt nicht allzu die krassen Gegner raus. Side-Character. Ganz eindeutig. Ist halt gut, dass sie nicht jetzt auf Bowser oder sonst wen schießen, sondern vermehrt auf die Robo-Koopas.
in. Das lenkt halt nochmal den Schaden dahin. Kamek macht ja Flächenschaden, haben wir gesagt, gell? Ja. Aber not so bad. Ich merke gerade, wie unnötig diese mit diesen 70% sind. Wir brauchen mehr von den 50%. Das heißt, im Shop werden jetzt gleich 50% gekauft. Warte. Wir haben ja noch wortwörtlich 1 Ass im Ärmel. War das jetzt schlau oder war das dumm? Ah, war schlau. Aber wir können ja sogar so weit gehen und halt sowas aufbauen. Klar, Bowser ist krass und so. Aber Bowser kann halt mehr Flächenschaden machen, weswegen es sich lohnt, für ihn mehr da reinzuschießen. Und sie mehr auf den Daddy das Kamek. Kamek. Hier wird noch ein Dash reingehauen. Und noch einer. Warum nicht? Ich kann dich auch noch töten. Weil ich habe die Kraft des Windes auf meiner Seite. Boom. Tschüss. Alles Wichtige. Wir gehen auf die sichere Seite. Es kann doch alles passieren. Deswegen lieber safen. Lieber safen. War das alles? Ja. Dann sag ich jetzt, haben wir die Schlacht gewonnen. Achso, sowieso. Achso. Boah, Stufenaufstieg des Jahrhunderts. Und Guys, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, empfehle ich euch voll und ganz, den Kanal zu abonnieren. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute. Und hier gibt es noch eine Katze, die ihr gerade nicht sehen könnt, weil ich drüber laber. Sorry. Irgendwie hat die Katze gar nichts gebracht. Ciao, Guys.